Herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 95 von Let's Play Albion Prelude. Ja, in der letzten Folge habe ich den selbstversorgenden Komplex aufgebaut. Der funktioniert auch. Ich bin richtig zufrieden mit dem. Er hat zwar noch ein paar kleine Schwierigkeiten, was die Produktion betrifft, aber das sollte ich relativ schnell behoben haben. Und in dieser Folge geht's weiter mit dem Warenlogistiksystem. Mit dem WLS. Wir sehen jetzt hier gerade die Yamato, also der Superzerstörer der Kyoto-Klasse, in unserem Heimatsektor wieder, Morgenstern. Aber ich bin immer noch im Gepard. Also, ran an den, die Aufgaben hier. Dort ist der Komplex mit den Sonnenkraftwerken. Der hat bisher fleißig produziert. 41.900 Energiezellen. Es läuft. Diese Lithiumminen sind langsam und die Kristallfabriken müssen dann natürlich immer auf die nächste Siliziumlieferung warten. Deshalb habe ich in der letzten Folge die Schiffe hier eingesetzt. Die Energiekomplexversorger. Was hatte denn genau? Die WLS sind das ja gewesen. Jetzt ist allerdings einer weg. Was macht der? Morgensterne, der ist in dunkle Wasser. Was hat er denn? Ah, genau. Der hat sich wahrscheinlich Sachen eingekauft für sein Schiff. Also Kampfdrohnen und so. Denn der ist nämlich schon aufgerüstet worden. Sehr, sehr schön. Ja, warum sind die Leute in Bereitschaft und holen kein Silizium mehr bei der Bergbauoperation hier an? Die hat kein Silizium. Nur noch Erz. Also wird es Zeit, eine weitere Siliziumversorgung für diesen Komplex hier sicherzustellen. Und da habe ich mir mal was ausgedacht. Also, zurzeit habe ich zwei Mistrade gekauft. Die sind in Argon, nicht in Argon Prime, in Heimat des Lichts, am Terrakorp HQ. Wurden bisher ausgerüstet. Ich kann das mal zeigen. Die können ja jetzt... So. Die kriegen das kommandobeschützte Schiff. Die haben nämlich Partikelbeschleunigerkanonen an Bord. Nicht das Beste. Halt eben ganz normal. Wurden schon mit allem ausgerüstet. Mit der Warenlogistik-Software Mark 1 und Mark 2. Kriegen jetzt noch den Transporter. Der ist ja sehr wichtig für diesen Austausch mit den Schiffen. Obwohl sie ihn eigentlich nicht brauchen. Denn die hier haben eine andere Aufgabe. Transporter. So. Wie nenne ich den denn mal? Namen ändern. Halt. WLS. Energiekomplex. Versorger. Ja. Der hier bekommt jetzt erstmal die Aufgabe, eine Heimatbasis festzulegen. Und zwar in Morgenstern. Den Energiekomplex. So, was passiert jetzt? Was habe ich mir gedacht? Also, ich habe mir gedacht, ich muss ja von irgendwo her Silizium heranschaffen. Und das sollte ja möglichst in der Nähe sein. Ich kann natürlich noch ein weiteres Bergbaubasisschiff kaufen und es auf Bergbauoperation schicken. Dann müsste ich dem allerdings wieder wahrscheinlich zwei oder mehr Mistrade zuweisen, die das Silizium halt hier anliefern. Oder ich kann es einfach so machen. Ich habe ja noch den Drohnenkomplex mit den äußerst ertragreichen Siliziumminen. Die haben eine große Überproduktion. Wenn ich das mal auf der Galaxiekarte zeigen kann, in Kursniederlage, nicht besonders weit weg, in Kursniederlage gibt es hier den Drohnenkomplex. Der Handelsvertretung sieht man dann in den Komplexeinstellungen, dass die Produktion von Siliziumscheiben 17.640 beträgt, aber der Verbrauch nur 7.488. Da ist eine ordentliche Überproduktion. Und das kann ich natürlich nutzen. Und zwar werde ich jetzt meinem Mistral den Befehl geben, dort das Silizium abzuholen und dann zu dem Komplex hier zu bringen, zum Energiekomplex. Denn da wird es ja nicht gebraucht. Und den Gewinn mache ich ja nur mit den Kampfdrohnen. Und der Drohnenkomplex macht einen ordentlichen Gewinn. Das möchte ich nochmal schon sagen. Die Kampfdrohnen werden fleißig verkauft. Ja.
Der hier hat auch schon einen kleinen Gewinn gemacht. Es dauert zwar sehr, sehr lange, um mit Energiezellen Gewinn zu machen, aber ja, langsam, aber stetig. Und das Schöne ist, es kommen manchmal auch Händler an, also meine Händler kommen manchmal an und kaufen hier Energiezellen. Und das macht den Komplex absolut nichts aus. Der hat mehr als genug, um sich selbst zu versorgen. Also das funktioniert schon mal. Das ist sehr, sehr schön. Okay, wo bist denn jetzt du da? Ne? Ja, gut. Also, du kriegst den Auftrag. Zunächst einmal springe und fliege zur Station. Damit du direkt den Kurs Niederlage anfangen kannst. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und das Wichtigste ist, sag mir mal, wenn deine Aufgabe beendet ist. Und dann kann ich den hier auch noch benennen. Der wird ebenfalls die gleiche Route abfliegen, die ich gleich festlegen muss. WLS, Energie, Komplex, Versorger. Sehr schön. Auch als Heimatbasis den Energiekomplex festlegen. Ich glaube, das muss man bei den WLS nicht, aber das mache ich halt, damit die dort immer... Ups. So, ja, was soll ihr denn da machen? Keine Ahnung. So. Springe dann mal und fliege. Die haben jetzt etwas mehr Energiezellen geladen, weil ich denen vorher ordentlich was reingepackt habe. Ah, springe dann mal zum Drohnenkomplex. Kommando akzeptiert. Und da gehe ich jetzt auch hin. Nicht persönlich, sondern ich schaue mir das nur an. Na. Alles klar. Da der Drohnen, die Drohnenverkäufer müssen eigentlich mittlerweile unterwegs sein. Ja, der hat noch Silizium mit Scheiben an Bord, warum auch immer. Eingehende Nachricht. Ja, das heißt, dass einer angekommen. Sehr gut. Alles klar, der Energiekomplexversorger. Wie das jetzt geht. Also man möchte ja, dass... was ich möchte ist jetzt, dass er hier zunächst einmal das Silizium abholt. Es zum Energiekomplex bringt. Am Energiekomplex sich mit Sprungantriebsenergie volltankt. Und dann vom Energiekomplex die Überproduktion an EPA, ja, wir haben eine deutliche Überproduktion an EPA, wiederum an den Drohnenkomplex bringt, damit dort die Frachter etwas entlastet werden. Denn mein Komplex ist hier selbstversorgend und hat keine Ausgaben, um das EPA zu kaufen. Also mache ich Folgendes. Ja, also ich hoffe, ihr kriegt da meine Logik her, weil dann... muss ich halt weniger für EPA an meinem Drohnenkomplex bezahlen, um das Zeug einzukaufen, wenn ich das hier beliefere. Also, externe Warnlogistik. Wegpunkte. Fügen wir mal eine Station an in Kursniederlage, den Drohnenkomplex. Lade ein, Siliziumscheiben. Und zwar... voller Frachtraum. Ja, das passt, das passt. Die Produktion ist hoch genug. Obwohl, nein. Einladen. Silizium schreiben. Manuelle Eingabe bis zu... mach mal lieber... halber Frachtraum. So. 111 Silizium schreiben. Alles klar. Dann... fliegst du... zur Station in Morgenstern. Energiekomplex. Dort ausladen der Siliziumscheiben, genau. Ja, egal, den vollen Frachtraum, einfach alles ausladen. Nee, ich kann das auch manuell halt nicht einladen. Jetzt muss ich gucken, bearbeiten, ausladen. Denn nicht verkaufen, wichtig, ausladen, nicht das Stationskonto belasten. Siliziumscheiben. Und zwar manuelle Eingabe. So, dann lädst du auch die Siliziumscheiben wieder aus. Dann Station anfügen. Wiederum den Komplex am Energiekomplex. Sprungantriebsenergie nachtanken. Das gleiche immer noch am Energiekomplex. Dann, weitere Aufgabe, immer noch am Energiekomplex.
Und zwar einladen terranische EPA vollen Frachtraum. Obwohl, nee, das ist das ist etwas zu viel. Nehmen wir mal terranische EPA, den halben Frachtraum. So. Dann in Kursniederlage zum Drohnenkomplex fliegen. Ja, es ist kompliziert, aber es muss gemacht werden. Und dort musst du was ausladen. Das EPA, genau. Und dann manuelle Eingabe, das waren 1000. Ich kann aber auch einfach vollen Frachtraum nehmen, aber trotzdem. Dann die 1000 aus. Und dann beginnt der Zyklus wieder von 9. Lädt wieder Siliziumscheiben ein, springt und lädt sie ab, tankt nach, lädt EPA ein und das war's. Und so weiter und so weiter. So, Sprungantriebseinstellungen sind... Doch, ja, du benutzt den Sprungantrieb. Dazu sollst du ja auch nachtanken. Automatische Benennung brauche ich nicht. Datenspeicher, das speichere ich unter externe Warenlogistik. Silizium EPA Transfer. So. Okay. Los. Kommando akzeptiert. Alles klar. Liefere Ware. Der ist jetzt unterwegs. Energiekomplexversorger. Der Mistral ist der Frachter der OTAS. Fliegt Sprungter an. Sehr gut. Der fliegt jetzt das Sprungtor an, genau, um die Ware zu liefern. Und zwar hat er an Bord 34 Silizium, weil sein ganzer Frachtraum noch mit... Ah, die Schilde habe ich noch nicht aufgerüstet. Das ist das Problem. Ja, doch. Halt. Unterbreche mal deine Frachterroute hier. Um an Split-Ausrüstungsdock. Jetzt habe ich an alles gedacht, nur nicht an das Wichtigste. Die Schilde. Die Schilde meiner Frachter mussten auch noch ausgerüstet werden. Docke an, Kursniederlage, Split-Ausrüstungsdock. So. Ja, was jetzt passieren sollte, ist, die beiden Frachter fliegen jetzt halt immer die Route ab, ne? Kriegen immer mehr Erfahrung, benutzen dann irgendwann auch den Sprungantrieb, kaufen Sachen für ihre Schiffe. Und das sollte funktionieren. Die Route ist relativ sicher. Ja, gelandete Schiffe, Handel. Ja, jetzt habe ich so viel. Pass auf. Ich muss natürlich jetzt voll beladen. Dann docke doch mal an. Und zwar, hier ist das Ausrüstungsdock. Hier ist der Handelshafen. Dann docke doch mal hier an die Erzmine an. Und werd da mal ein bisschen Energiezellen los. Du das Gleiche. Obwohl... Nee, du dürftest eigentlich noch Platz im Frachtraum haben. Dich habe ich ja noch nicht losgeschickt. Okay, am Ausrüstungsdock, so sind sie jetzt, ist der gelandet, der kriegt dann 2, 3, 4, was war das? 25 MJ-Schilde, 25 MJ-Schild installiert. Ja, mach mal lieber 8, bevor die mir weggekauft werden. Ja. Dann darfst du jetzt schon mal zum Drohnenkomplex zurück. Perfekt. Dann werde ich nachher die Schilder austauschen und dann schicke ich die beiden los. Eingehende Nachricht. Ja, ja. Ich weiß. Alles klar. Erz ist da auch. Das ist alles voll. Energiezellen. Okay. Docke an. In Kursniederlage am Drohnenkomplex. Kommando akzeptiert. Ein bisschen zackig. Ja, die Mistrale sind schnell. Gut, könnte nicht so viel tragen, aber das geht, das geht. Was ich dann als nächstes vorhabe, ist, wenn die
beiden Herren hier eingestellt sind, ist eine neue Bergbauoperation aufzubauen. Dazu baue ich ein neues Bergbaubasisschiff. Eingehende Nachricht. Ja. Warte mal, du hast... Genau, du hast die Schilde dabei. Warenaustausch mit dem WLS. Lass jetzt die 1 Megajoule-Schilde einfach drauf. Also, geht. 25 MJ-Schild. Transferiert. Du hast die große Fracht, Stationseinstellungen verändern, und zwar die Energiezellen. Nein, halt nicht den Preis. Die Energiezellen ab ins Lager damit. Energiezellen. Okay. Lade dann mal die Route. Nicht HVT. Ich bin auch blöd. Nein. Externe Warnlogistik. Route laden, den Silizium-EPA-Transfer. Piloteinstellungen, globales Konto, ja, nicht das Stationskonto belasten. Sollte man immer machen. Auch weil halt die Warnlogistik, diese externe Warnlogistik, nicht unbedingt einer Station zugewiesen werden muss. Bevor man dann irgendein Stationskonto belastet, kann man dann lieber das globale Konto belasten. Besonders wenn die hier nur Fracht rumschieben. Wenn man sogar Waren verkauft, dann ist das sogar noch besser. Nicht? Das Gehalt ziehen die dann einfach vom globalen Konto an. Die machen jetzt allerdings keinen direkten Gewinn. Das heißt, die laden ja nur Fracht ein, laden Fracht aus, das war's. Ich erhalte davon keinen Gewinn. Indirekt jedoch machen die einen Gewinn, indem die EPA halt zum Drohnenkomplex schaffen und dort die Frachter entlasten, damit die nicht so viel einkaufen müssen. Und das Silizium hierhin, damit die Energiezellen schneller produziert werden. Automatische... Nee, abgeschaltet. Ja, dann. Kommando akzeptiert. Los geht's. Du... Handel. Starte externe Warnlogistik. Lade dir mal die Pläne für den Silizium-EPA-Transfer. Und starten. Kommando akzeptiert. So. Die beiden sind abgeflogen. Was haben wir denn da? Ja, halber Frachtraum voll. Siliziumscheiben 111. Und hier Siliziumscheiben 145, weil der vorher noch etwas drin hatte. Schön. Schön, schön. Die werden jetzt wahrscheinlich noch nicht ihre Sprungantriebe benutzen können. Nein, sind nämlich noch Lehrlinge. Der Mistral ist der Frachter, der... Naja. Ja, soweit so gut. Das werde ich jetzt in der Zwischenzeit mal beobachten. Wo müssen die denn durch? Die müssen hier... Das ist ein ziemlich sicherer Sektor. Zwei Riesen ist sicher. Profizenter Alpha habe ich eine... Ja, da ist auch schon die purpurne Staffel. Obwohl das eher violett ist. Die Tiger, das ist eine richtig, richtig gute Sektorwache. Starke Schiffe, also hier dürfte eigentlich auch nichts passieren. Allerdings bleiben wir mal im Profitcenter Alpha. Ich sehe hier viele Silizium-Asteroiden, aber keinen, auf dem es sich lohnt, eine Mine zu errichten. Sobald die Ausbeute 40 oder größer ist, dann lohnt es sich, dort eine Mine zu errichten. Aber hier... Das ist etwas mager. Und was noch hinzukommt? Wie sieht es denn in PTNI aus? Ah, das ist aber ordentlicher Verkehr hier. In PTNI habe ich auch nicht so viel. Hier lohnt sich eine Bergbauoperation, die hier Silizium abbaut. Das dann schnellstmöglich über Gewinnlehre, den Piratensektor, der von unserem Flaggschiff, der Yamato, patrouilliert wird, der ist sowieso so sicher mittlerweile. Da kann ich durch und dann nach Morgenstern. Ja, das ist der Plan. Silizium wird geliefert. Heute dreht sich alles um Logistik, Anlieferung und Verteilung von Ressourcen. Ha, herrlich, herrlich. So, wo kriegen wir das Bergbaubasisschiff denn her? In der Saturn-Schiffswerft nehme ich mal an. Ja. Das Tolle beim Bergbaubasisschiff ist, dass es das TL-Klasse und der hat auch Plätze für das mobile Bohrsystem. Das haben die meisten TLs, wenn nicht alle TLs. Kein TL hat das. Ja.
Triebwerkstuning installiert. Ah, muss nicht unbedingt schnell sein. Ruderoptimierung installiert. Okay. Ja, überall sind jetzt die Christ-Drohnen voll, denn ich verkaufe die nämlich fleißig. Der Drohnenkomplex leistet seinen Beitrag. Er macht Gewinn. Triplex-Scanner installiert. Ja. Transporter installiert. Ja. Singularitäts- auch das. Navigationssoftware immer her damit. Kampfsoftware MK1. Nee, das installiert. Braucht er nicht. Das braucht er. Duplex-Scanner installiert. Boost-Erweiterung. Alles klar. Bergbau-Basisschiff ist eine Schiffswerft. Was hat das denn für eine eingebaute... nee, das sehe ich nicht hier. Das sehe ich hier. Eingebaut sind alle wichtigen Bergbaukomponenten. Mineralienscanner, Spezialsoftware, Handelssoftware Mark 1 und der Kollektor. Gut. Und das mobile Bohrsystem kann ich vorne und oben installieren. Ja, sieht doch gut aus. Also denn. Docke mal. Wo darfst du andocken? Zunächst einmal an der orbitalen Verteidigungsstation hier. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Ich möchte, dass du dich erstmal aufrüstest. Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt. Maximalen Schutz für den Ja, da gibt es ja schon bessere Kampfsoftware. Sprungantrieb gibt es ja auch, also zuerst hierhin. Tja, was dieses Schiff jetzt noch braucht, also das wird dann, was ich jetzt vorhabe, ist es erstmal aufzurüsten. Das bekommt auf welche Waffenplätze? Ja, vorne und oben natürlich das Bohrsystem. Hinten die EM-Plasmakanone. Jetzt kann ich noch hier den Punkt-Singularitätsprojektor installieren, aber seien wir mal ganz ehrlich, wofür brauche ich denn so eine Waffe? Ich werde das jetzt die EM-Plasmakanone installieren, so viele Slots wie halt frei sind. Also 6 Stück kann ich insgesamt verwenden. Und dann schauen wir mal, wenn ich irgendwo vorbeikomme, wo noch ein Punkt-Singularitätsprojektor oder Starburst-Schockwellenkanone drin ist, werde ich die natürlich mitnehmen. Aber ein absolutes Muss ist es für so eine Bergbauoperation nicht. Nein. Alles klar. Schön. Was jetzt noch fehlt, sind die 2-3 Mistrale, ja, die schnellen Flitzer, die das Silizium von dem zukünftigen Standort, entweder PTNI oder Profit Center Alpha, über die Sektoren hier nach Morgenstern transportieren. Und da würde ich mal sagen... rufe ich mal die allseits beliebte Schiffswerft in Heimat der Legende an, kaufe dort 2 Mistrale und lasse sie zum Sonnenkraftwerk fliegen, denn ich habe das nämlich schon alles vorbereitet. Ja, aufgetankt sind sie, das heißt Navigation, halt. Ihr habt doch alle hoffentlich den Autosprung an, ja, ja. Also, dockt alle, wo könnt ihr andocken? Argon Prime. An die Schiffswerft. Jetzt hätte ich eigentlich auch einen Rundruf machen können, aber, naja, gut. Ab nach Argon Prime an die Schiffswerft. Währenddessen bewegt sich das Bergbauschiff weiter auf, das Ausrüstungsdock, nee, war das die orbitale Verteidigungsstation zu, genau. Ja, das ist der Plan. Die beiden Mistrale brauchen natürlich jetzt Transporter, da sie ja nicht auf dem Bergbau-Basisschiff landen können. Also um das Erz zu, oder besser gesagt, das Silizium zu transferieren, brauchen sie die Transporter-Erweiterung. Wo wir gerade von Erz sprechen... Bergbau-Basisschiff. Dieses Schiff dient als Basisschiff für sich in der Nähe befindliche Bergbau... Hat aber auch viel Erz. Was ist denn eigentlich dein Kommando? Mineralienabbau und Handel? Wie wär's mal mit Baue Mineralien ab? Silizium, Morgenstern. Station zum Abladen wählen. Falls es überhaupt dazu kommt, an der Morgenstern-Forschungsstation. Kommando akzeptiert. Sehr schön. So ist's besser. Das Tolle beim Bergbau-Basisschiff ist, es hat halt die 4 Türme für das Bohrsystem. Ist groß.
hält ordentlich was aus und vor allen Dingen hat es auch gute Schilde. Wenn man Bergbau mit kleineren Transportern betreibt, läuft man in Gefahr, dass die gegen einen Asteroiden rammen und die Schilde dann im Asteroidenfeld schnell zusammengefaltet werden. Eine unschöne Erfahrung. Ja. Okay. Wir müssten irgendwann auch noch hier... Kontrollzentrum. Alpha. Ich kann ja mal gucken. Wir haben im Moment 1 Million, also maximale Credits, bevor sie automatisch überwiesen werden auf dem Stationskonto. Die Energiezellen sinken im Moment. Ich brauche nämlich, also mein Siliziumzufluss ist ja leider jetzt abgeschnitten und die zwei Minen hier, die sind sehr, sehr schwächlich. Ja, was brauche ich denn noch? Genau. Währenddessen kann ich mal nachgucken, wie es denn mit den anfliegenden Schiffen aussieht. Genau, da sind sie ja. WLS, Energiekomplexversorger, 5 Sprünge entfernt in Sektor Roncars Wolken. Muss Siliziumscheiben holen. Und ein Split-Energietransport befindet sich im Sektor Morgenstern und holt Energiezellen. Wo ist der denn hier? Split-Energietransport. Das müsstest du sein. Du näherst dich auch gerade dem Komplex. Aber dich sehe ich leider nicht auf dem Gravidar. Ich habe bisher viel zu viele Kontakte hier. Da, sind schon 2. Super. Ja, kauft fleißig ein. Okay, das sollte noch etwas dauern, aber ich glaube mittlerweile sind die 2 Mistrale auch schon in Argon Prime angekommen. Ja. Handel. 2 Schiffe gleichzeitig ausrüsten. Ja, bitte. Genau, Schilde kriegt ihr hier nicht, aber ihr bekommt die... Partikelbeschleunigerkanone. Installiert. Genau die. Die Partikelbeschleunigerkanone. Spezialsoftware. Ja, ich weiß, ich brauche die Waren-Logistik-Software, aber die werde ich mir hier nicht holen. Aus einem ganz bestimmten Grund, den ich euch gleich mal zeige. Navigationssoftware MK1. Installiert. Kampfsoftware MK2. Und zwar der. Das braucht ihr. Ihr sollt euch ja verteidigen. Handelssoftware MK2. Installiert. Frachtscanner. Duplex-Scanner. Installiert. Boost-Erweiterung. Das. Okay. Gelandete Schiffe. Dann einmal einen Rundruf starten an alle gelandeten Schiffe dort. Des Typs Transporter. Ab nach Heimat des Lichts. Denn am Terracorp-HQ gibt es für euch den Transporter. Die Transportererweiterung. So. Ja, warum habe ich jetzt hier nicht die Warenlogistik-Software gekauft? Mit der Warenlogistik-Software verhält es sich so. Gibt es eine kleine Besonderheit. Wenn man sich die in Herons Nebel an der Handelsstation, da kriegt man die nämlich auch, kauft und von dort aus die Warenlogistik startet, dann besteht eine gute Chance, dass man bereits erfahrene Piloten in die Schiffe gesetzt bekommt. Das ist so eine kleine Besonderheit. Also, davon will ich jetzt natürlich Gebrauch machen. Sprungantrieb. Ja, habt ihr schon. Ihr braucht nur noch den Transporter. Transporter installiert. Den Sinzer nicht mehr und das auch nicht. Gut. Transporter ins. Ja, bei meinem Kontostand kann ich mir das locker leisten. Rundruf an alle gelandeten Schiffe. Nein, halt. Zunächst einmal Kommando für eure Geschützkanzeln. Beschütze Schiff. Und auch du. Beschütze Schiff, genau. Dann ändere ich mal den Namen. WLS, Warenlogistik. Nee, nicht WLS. Externe Warenlogistik, so EWL, nenne ich den denn? Bergbau Operation, genau. Die wird auch gleich gestartet. Bergbau Operation. So. Nein, halt, ich hab das EWL vergessen. Wenn man das alles zu hektisch macht. Ah ja. EWL.
dockt alle mal in Herons Nebel an und dann die Handelsstation. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann schauen wir auf die Karte. Also die waren eben in Heim des Patriarchen, müssten jetzt in zwei Riesen sein. Dann sind sie auch noch nicht. Wo sind sie denn? Sind sie schon so weit geflogen? Nanu. Kann doch nicht sein, dass die so schnell sind, die Mistrale. Habe ich was verpasst? Nee, in Ronkas Wolken waren die. Wo fliegen die denn lang? Fliegen die jetzt nicht hier lang, sondern hier und benutzen dann die Hub-Verbindung dahin? Kann das sein? Doch, da sind sie. Da ist der eine. WLS Energiekomplexversorger. Da sind sie beide sogar. Ah, dann benutzen die... Ja gut, das ist natürlich noch eine sichere Route hier. In den Split-Sektoren ist absolut nichts los. Ich habe hier überall auch meine Sektorpatrouillen. Dann fliegen die hier einmal durch, bei Morgenstern. Und dann sind sie schon direkt da. Da hier ja, zwischen Ketzers Untergang und Morgenstern, der Hub zwischengeschaltet ist. Ja, gut, mach das. Unterdessen, bei der Liga der Bösen. Ja. Orbitale Verteidigungsstation. Bergbauschiff. 4 EM-Plasmakanonen. Ja, nehme ich mit. EM-Plasmakanone installiert. Vielen Dank. Dann auch die Versorgungssoftware. Versorgungssoftware installiert. Sprungantrieb. Ja. Installiert. Ist bereits installiert. Kampfsoftware Mark II. Kampfsoftware MK2. Installiert. Duplex. Boost-Erweiterung ist drin. Alles klar. Jetzt hast du rechts und hinten. Ja, das passt. Nächste Station anfliegen. Und zwar braucht das Schiff noch... Halt, da kann es nicht landen. In Asteroidengürtel an die Verteidigungsstation. Kommando akzeptiert. Es braucht noch einen Namen. Jetzt keinen. Irgendwelchen Namen für einen Transporter, deshalb. Bergbaubasisschiff. Bergbau Operation 1. Etwas schneller, wenn ich bitten darf. Ach, das Ding ist ja ultra langsam. Na gut. Bevor ich noch hier an Altersschwäche sterbe, bevor das da ist, werfe ich mal meinen Sprungantrieb an und bin mal so nett und versorge das Schiff hier mit Energiezellen. Kann ich überhaupt? Nee, in den Sektor Saturn kann ich gar nicht reinspringen. Ist keine Sprungboje. Naja. Bewegen wir uns mal durch die Terraner-Sektoren. Sonst stehe ich ja nur hier in Morgenstern rum. Das geht ja auch nicht. Also, das wäre dann der Plan. Je nach Bedarf werde ich dann noch weitere dieser Bergbauschiffe einrichten. Also dieser Bergbauoperationen in verschiedenen Ecken des Universums, die dann mit Hilfe der wahren Logistiksoftware entweder meine Stationen versorgen, obwohl ich wüsste eigentlich nicht, welche Stationen noch versorgt werden müssen. Ich habe zwar einige Waffenschmieden, aber die meisten haben Erzminen angeschlossen. Ich glaube, die Waffenschmiede mit den Flammenschleudern hat noch keine. Ein herrenloses Schiff, Interceptor. Ja. Okay, machen wir mal zwischendurch eine Schnitzeljagd. Warum eigentlich nicht? Orbitale Verteidigung. Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt, maximalen Schutz für den Sektor zu bieten, in dem sie aufgestellt. Da ist auch noch nur... Ja gut, dann nehme ich halt EM-Plasmakanonen, ne? Mehr braucht das Schiff ja nicht. Was ich allerdings schon machen kann, ist... obwohl, brauchen die... Nee, die brauchen ja keinen Sprungantrieb. Die sind ja schnell da, wenn die in PTNI... anfangen. Naja. Aber wie gesagt, könnt ihr mein Wort drauf nehmen, wenn ihr mit euren Warnlogistik installiert. Hier mit den externen Warnlogistikfrachtern in Herons installiert. Nebel von der Station losfliegt und dann auch, dass sie wirklich hier startet, dann haben die wie gesagt, bessere Piloten. Jetzt allerdings...
Springe, genau, docke an. Ich brauche noch Schilde. Wo kriege ich die denn her? In Kurs Niederlage am Split-Ausrüstungsdock. Sollten eigentlich dahin springen können. Nein, sie fliegen. Ja. Dann springe und fliege mal. Wo gibt's hier Schilde? Mittlere Schild. Einmal. Du hast keine Energiezellen mehr und du, Navigation, springe und fliege nach Ronkas Feuer an den zweiten Produktionskomplex, mittlerer Schild. Andockerlaubnis erteilt. So. Kommando akzeptiert. Tja, ja, Schilde muss ich vielleicht auch nochmal produzieren, aber die brauchen, was brauchen die, glaube ich, Siliziumscheiben, wenn ich mich recht erinnere, oder Erz. Und, das jeweilige Tech-2-Nahrungsmittel der Rasse. Wo ist das Ding? Hab ich dich. Interceptor. Ein herrenloses Kargschiff. Na, kommt immer gern gelegen. Den Interceptor habe ich allerdings schon an meinem Hauptquartier zerlegt. Und die Baupläne müsste ich auch schon haben. Das heißt, was mit diesem Schiff geschehen wird, ist relativ einfach. Ich werde es an mein Hauptquartier springen lassen. Das Hauptquartier der Kosmomarina in Königsthal. Und dort wird es in die Ressourcen zerlegt. Schiffssteuerung transferiert. Ja, vorher noch kurz reparieren. So. Nein, das nicht. Interceptor. Genau, sag mir mal, wenn du fertig bist. Und dann Navigation, docke an. Von Asteroidengürtel wirst du wahrscheinlich nach Ketzers Untergang fliegen. Dort durch das Tor, bei Familie Wii wieder rauskommen. Durch den Hub natürlich. Und dann hier nach Königsthal. Und zwar an den Aran. Kommando akzeptiert. Gepaart. Prototyp. So. Erledigt. Ja, warum an den Aran? Transorbitaler Beschleuniger. Jupiter, Bergbaustation. Der Interceptor soll nämlich, er soll nämlich erstmal seine ganzen Waffen und Ausrüstungsgegenstände loswerden. Ja, die haben ja immer so ein paar davon geladen, die herrenlosen Schiffe. Und es wäre wirklich schade, Kionen-Emitter einfach so wegzuwerfen. Ziemlich geruckelt, weil ich den Sinsa auf maximaler Stufe anhatte und ja. Der Sektor hier ist viel beschäftigt. Erreiche System, Jupiter. Ah, und schaut mal, was da ist. Bergbaubasisschiff. Die Bergbauoperation 1. Das letzte F von Schiff ist groß. Aha. Warenaustausch. Hier, ein paar Energiezellen für dich. Energiezellen. Transferiert. Denn jetzt möchte ich, dass du springe und fliege mal nach Asteroidengürtel dahin. Erteilt. Kommando akzeptiert. Und ich tanke hier in Jupiter nach. XL Alpha. Sehr schön. Mittlerweile sind auch meine Frachter angekommen. Zwei Schilde nur. Okay. 25 MJ. Das ist schade. Dann sollte er mal nachtanken, weil ich weiß, dass ich an meinem anderen Bergbau-Basisschiff noch, noch Schilde habe. Die habe ich da irgendwann mal deponiert. Weiß auch nicht mehr warum. Genau. Handel, du hast allerdings 6 Schilde. Nein, du brauchst... Halt. Kauf alle. 4 braucht der Mistral. Die kleine Version des Mistrals, der normale, braucht 4. Aber ich habe jetzt 6, der andere hat 2. Und jeder, der Mathe kann, weiß, dass das zusammen 8 Schilde sind. 2 Schiffe, jeweils 4 Schiffe, 4 Schilde. Ja, ihr kennt den Rest. Andockerlaubnis.
Erlaubnis erteilt. Kommando okay. Akzeptiert. Ja, ich denke, diese Folge wird wahrscheinlich etwas länger als gewöhnlich. Aber das ist es mir wahrscheinlich wert, das hier alles mal so zu zeigen. Werdet ihr dann... Obwohl, ich kann hier eigentlich auch beenden. Ich werde dann in der nächsten Folge die Bergbauoperation soweit aufgebaut haben. Und dann müssten auch die Mistrale ankommen, die ich zu Beginn der Folge eingestellt habe. Den Silizium-EPA-Transfer. Ja. Ja, sehr gut, Leute. Gebt mir eine Valhalla. Dann bin ich zufrieden. Ja, eine Valhalla, das ist so ein Schiff, also... Eieiei, meine Herren. Ja, Terraner mit ihren komischen Stationen hier. Wenn ich jetzt... Wie hätte ich denn da abdocken sollen? Da unten? Nee, danke. Leute. Mein Schiff ist nicht so breit, die Stationen sind bloß zu schmal. Mhm. Das wird der Grund sein. So. Zurück in die Heimat, in dem Sektor, in dem man sich jetzt allzu oft wieder sieht und allzu oft verabschiedet. Dann, ja, stelle ich die Bergbauoperation noch ein für die nächste Folge und lasse das Ganze mal ein bisschen laufen. Dann schauen wir mal, ob sich da das Schiff mit Silizium bedient. Immer noch Erz. Das Erz hier werde ich demnächst auch mal davon abtransferieren müssen. Aber du sollst doch nur... Was sollst du denn einnehmen? Du sollst doch nur Silizium sammeln. Baue Mineralien ab. Ja. Spezial. Baue Mineralien ab. Silizium. Station zum Entladen wählen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando aktiviert. Starte Mineralienabbau. Asteroid. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, einmal noch kurz vorbeischauen, wie es um meine Händler bestellt ist. Die müssten mittlerweile in Familie sein. Nein, da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Das heißt, sie sind entweder im Hub-Sektor oder... Sektorkarte. Da sind sie. Ich habe die jetzt nicht EWL genannt, sondern WLS. Naja, gut. Was haben die denn an Bord? Siliziumscheiben. Und was hast du an Bord? Ebenfalls Siliziumscheiben. Na, das schaue ich mir doch noch an. Wo seid ihr denn da? Mistral, Mistral. Mal schauen, ob es funktioniert. Genau, ihr dockt jetzt an. Na, dockt an. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung. Da wurden welche abgeladen. Da wurden noch welche abgeladen. Und jetzt sind sie weg. Und EPA haben sie auch mitgenommen. Nehme ich mal an, oder? Genau. Jetzt sind sie weg mit ihren Frachträumen voll mit 1000 EPA. Sehr schön. Hattest du da noch Siliziumscheiben? Warum hast du da noch... Ach, 34. Ja, gut, die waren vorher noch drin. Na, dann fährst du die jetzt halt mit spazieren. Kontrollzentrum, Alpha. Joa. Und schon funktionieren noch wieder alle Kristallfabriken. Herrlich. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen mit meinen Bergbauschiffen aufrechterhalten kann, bin ich absolut zufrieden. Ja, dann... Sieht man sich in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann die Bergbauoperation Numero Uno eingerichtet habe. Höchstwahrscheinlich in PTNI. Und die Mistrale werden dann meinen Komplex beliefern. Ja. Ebenfalls werde ich einen Mistral kaufen, der das Erz von dem Bergbaubasisschiff hier in Morgenstern abtransportiert, damit der Frachtraum nicht so voll ist. Und es irgendwo bei irgendwelchen Waffenfabriken ablädt. Es gibt ja hier viele. In PTNI gibt es eine Menge. In Profi Center Alpha von den Teladi. Die brauchen immer Erz. Na denn, ich bin der Heizmeister. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder, wenn die Bergbauoperation anläuft. Macht's gut und bis dann.